Und damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Gewinne von Energiekonzernen. Die Preise sind ja gestiegen und man vermutet ja meistens den Ukraine-Krieg dahinter. Allerdings gibt es auch einige Informationen, die auch andere Gründe anführen. Greenpeace hat zum Beispiel eine Analyse in Auftrag gegeben, bei der rauskam, dass alleine im März in Deutschland Mineralölkonzerne Zusatzgewinne von 1,2 Milliarden Euro gemacht haben. Und angesichts solcher Zahlen hat die Linksfraktion hier einen Antrag eingereicht, in dem sie fordert, außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen und möchte dort eine extra Steuer, eine Übergewinnsteuer von 25% einführen, wenn Energiekonzerne im Geschäftsjahr 2022 ihre Gewinne um mehr als 10 Millionen Euro übersteigen lassen. Dieser Antrag wird heute hier zum ersten Mal diskutiert. Das heißt, danach kommt er federführend an den Finanzausschuss und wird danach noch einmal ins Plenum gebracht, was auch spannend sein könnte, weil auch die Ampelkoalition da durchaus unterschiedlicher Meinung ist. Aber erst einmal hören wir die Meinung aus der Linksfraktion. Christian Görke, Sprecher für Finanzpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im April hat der Finanzminister Lindner, ich zitiere, Folgendes gesagt: Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer. Zitat Ende. Für die Bevölkerung, meine Damen und Herren, stimmt das ohne Zweifel. Viele bleiben bei dieser Entwicklung auf den Kosten sitzen. Die 4 Millionen Armutsrentner in der Bundesrepublik Deutschland sogar am meisten. Und meine Damen und Herren, das ist eine politische Entscheidung. Und ebenso ist es auch eine politische Entscheidung, dass einige Energiekonzerne gerade das Geschäft ihres Lebens machen. Meine Damen und Herren, allein die europäischen Mineralölkonzerne oder Energiekonzerne haben laut einem Bericht der EU-Kommission vom 8. März und sie bezieht sich auf einen Befund der Europäischen Energieagentur eine zusätzliche Gewinnerwartung von 200 Milliarden Euro in der Europäischen Union. Das ist angesichts dieses schrecklichen Angriffskrieges von Putin eine Feststellung, wo man sagen kann, nicht alle werden in dieser Zeit ärmer. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Marktmächtige Energiekonzerne haben zum Beispiel ihre Einkaufspreise langfristig gesichert und können dadurch natürlich einen hohen Marktpreis akquirieren und damit natürlich auch Übergewinne hier absahen. Ähnlich sieht es aus beim Strommarkt. An der Strombörse erhalten alle Kraftwerke für ihren Strom den Preis, den das teuerste Kraftwerk verlangt. Bei den exorbitanten Preisen, die wir da aufgerufen sehen, sorgt dieses Prinzip für Übergewinne sogar bei den günstigsten Anbietern. Übergewinne sind also all das, was zum Beispiel die Gewinne der Vorjahre übersteigt. Und auch hier, meine Damen und Herren, erleben wir eine Zeitenwende. Allein die Bilanzzahlen der europäischen Energiekonzerne offenbaren uns, worüber wir hier genau reden. Gewinnsteigerungen, Sie kennen sie, von Shell 6,6 Milliarden oder 146% mehr nach Steuern. Total Fina 6,5 Milliarden nach Steuern und eine Gewinnsteigerung von sage und schreibe 187%. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss ein Teil dieser Übergewinne endlich abgeschöpft werden und vor allen Dingen für die Entlastung der Menschen auch in dieser Bundesrepublik genutzt und damit auch weitergegeben werden. Und das ist auch gar nicht so spektakulär. Und da schaue ich mal auch in die Mitte dieses Hauses. Die Konservativen, Niehammer, österreichischer Bundeskanzler, Konservativer, macht das vor. Und auch Mario Draghi, italienischer Ministerpräsident, führt gerade, da heißt es nicht Steuer, da heißt es Abgabe auf Übergewinne ein und hat somit die Energiekonzerne deutlich in die Verantwortung genommen, erst mit 10% und jetzt hat er es erhöht auf 20%. So geht man mit den Krisengewinnlern nicht, so geht man mit den Krisengewinnlern um und nicht wie der Bundesfinanzminister, meine Damen und Herren, der jeden Tag hier einen neuen Pappkameraden vorbringt, um dies sagen wir mal, abzuwürgen. Deshalb mein besonderer Kollege Görke.
Ein letzter Satz, Frau Präsidentin. Mein besonderer Appell an die Grünen und die SPD. Machen Sie den Rücken gerade, beenden Sie diese Abzocke und stimmen Sie unserem Antrag zu, wenigstens einen Gesetzentwurf vorzulegen nach italienischem Vorbild. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bernhard Dahldrup für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Impuls, der hier gesetzt wird mit dem Antrag, der ist richtig, denn ich glaube, es verstößt irgendwie gegen unser Gefühl von Gerechtigkeit und Solidarität, wenn extra Profite durch Kriegen oder durch Krise sozusagen erwirtschaftet werden. Und zweitens, es wachsen fast immer auch die staatlichen Aufgaben in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt, die Frage nach der Finanzierbarkeit der Leistungsfähigkeit des Staates dann zu stellen. Und erst recht, wenn man sich einer Schuldenbremse auch noch verpflichtet fühlt. Von daher ist der Impuls gut. Ich will aber auch mal sagen, ich erlebe ein kleines Déjà-vu, denn ich habe zu ziemlich genau diesem Antrag vor einem Jahr hier auch gesprochen. Da hieß er allerdings, außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen. Vor einem Jahr, Entschuldigung, hieß derselbe Antrag, Abschöpfung der Extraprofite von Krisengewinnen wie Amazon. Also es war im Grunde genommen der gleiche Antrag, andere Überschrift. Und es ging auch damals um die Übergewinnsteuer, allerdings nur für Digitalkonzerne. Und jetzt ist der alte Antrag gewissermaßen aufgewärmt worden, so ein bisschen Copy and Paste. Und es ist gewissermaßen das eine Wort durchs andere ersetzt worden. Und da muss ich sagen, das ist ein meiner Meinung nach ziemlich unglückliches Vorgehen, weil es schadet eigentlich denjenigen, die so eine gewisse Sympathie für dieses Konzept der Übergewinnsteuer haben, wenn man es so von Fall zu Fall mal sagt, ne, da muss ja jeder Sorge haben, falls er mal wirklich wirtschaftlich erfolgreich ist, bums, droht einem so etwas. Also es ist eine schwierige Geschichte. Weil ich habe nämlich durchaus eine Sympathie dazu, aber ich will sagen, es gibt eine Reihe von Abgrenzungsproblemen, die berücksichtigt werden müssen. Das hat auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes ja gezeigt. Die Gründe für die Entstehung eines Übergewinns können ganz unterschiedlich sein. Sie können sozusagen einfach nur ohne eigene Leistung erzielt werden. Sie können aufgrund von Innovationen erzielt werden. Und es gibt Probleme mit Referenzwerten, mit Verrechnungen beispielsweise. Das ist eine Spezialdebatte, die wir wahrscheinlich jetzt hier an dieser Stelle schon aus Zeitgründen nicht führen können. Also das sollten wir fortsetzen. Aber was ist denn alternativ jetzt zu tun? Zum Glück ist es ja auch heute schon so, dass höhere Gewinne zunächst mal höhere Steuerzahlungen von Unternehmen nach sich ziehen. Ich habe so ein praktisches Beispiel, Stadt Mainz beispielsweise, die ihre hohe Verschuldung gewissermaßen durch exorbitant gestiegene Gewerbesteuerzahlungen hat ausgleichen können. Das ist sicherlich gut. Aber wir haben trotzdem noch ein zusätzliches Problem, nämlich bei der Gestaltung von Steuerschlupflöchern, wenn ich es mal so sagen darf, und bei der internationalen Gestaltung. Die Mindestbesteuerung auf internationaler Ebene ist deswegen gegen auf multinational agierende Digitalkonzerne auch ein richtiger und wichtiger Schritt. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir im Koalitionsvertrag natürlich bestimmte Punkte festgelegt haben, zum Beispiel die steuerlichen Subventionen im Energiebereich gründlich zu überprüfen und tatsächlich auch in Frage zu stellen. Ich glaube nämlich, dass auch gerade in diesem Bereich Energiekonzerne in erheblichem Maße von Steuerbegünstigungen profitieren. Es ist meiner Meinung nach richtig, dass wir als SPD in der letzten Großen Koalition auch dem Druck standgehalten haben, auch dem Druck der Union standgehalten haben und den sogenannten Energiespitzenausgleich nicht pauschal und ungeprüft auf alle Branchen verlängert haben. Also es sind immerhin über 9.000 Unternehmen und da sind auch viele aus dem Energiebereich dabei. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die im internationalen Wettbewerb stehen und gerade in der jetzigen Situation Entlastungen benötigen, sind solche Entlastungen und solche Ausnahmen und solche Unterstützungen auch angebracht. Aber reine Mitnahmeeffekte für Konzerne, die überhaupt keinem Carbon-Leakage-Risiko unterliegen, die müssen wir einfach beseitigen. Das System der Steuerbegünstigung im Energie- und Stromsektor, das ist nicht mehr zeitgemäß und bedarf einer Überprüfung.
Ich glaube, insgesamt müssen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt drei Dinge machen. Erstens Diversifizierung unserer Energieversorgung, unserer Energiequellen. Das wird hier fast in jeder Sitzung und in jeder Rede betont. Das muss ich nicht weiter thematisieren. Zweitens Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern. Diese Begründung ist ja auch gerade vom Kollegen Görke angesprochen worden. Bis hin zur Abschaffung der EEG-Umlage sind die Pakete 35 Milliarden. Ich sage das immer wieder, weil man das nicht geringschätzen will. Und drittens Stärkung auch des Wettbewerbs. Und deswegen ist es richtig, kartell- und wettbewerbsrechtliche Maßnahmen durchzuführen, dass die Märkte funktionieren. Es ist richtig, dass wir die Voraussetzungen im Rahmen des Kollege Dahldrup, Sie können weiter sprechen, schnell oder langsam. Sie tun es aber inzwischen auf Kosten Ihrer Kollegen. Das werde ich jetzt lassen. Deswegen müssen wir auf das GWB noch kurz hinweisen. Und deswegen bin ich der Auffassung, ist die Spezialdebatte weiterzuführen. Und ich hoffe, dass wir das konstruktiv hinbekommen. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Michael Meister das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linksfraktion, Herr Görke, hat hier einen Antrag vorgelegt, Übergewinnsteuer auf Krisengewinne von Energieunternehmen einzuführen. Das folgt dem Grundgedanken, dass man umverteilen soll in diesem Land. Und Herr Dahldrup hat eben von Sympathien gesprochen. Ich habe Sympathien für die soziale Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft hat nicht den Grundgedanken Umverteilung, sondern die soziale Marktwirtschaft hat den Gedanken Freiheit, Eigentum, Wettbewerb, Solidarität und Subsidiarität. Und für diese Grundsätze habe ich sehr viel Sympathie. Und diese Grundsätze haben unserem Land in den vergangenen 70 Jahren den Wohlstand beschert, den wir heute haben. Und den sollten wir nicht zerstören. Zweitens, alle Gewinne in diesem Land werden besteuert, gemäß der Bemessungsgrundlage. Also auch das, was Sie als Übergewinnbesteuerung wollen, das wird bereits besteuert nach den Regeln, die wir haben. Und was Sie fordern, ist eine zweite Besteuerung. Und dann finde ich es ganz toll, Sie sagen, Unternehmen mit hohen Gewinnen, die haben ja schon einen großen Anteil zum Steueraufkommen beigetragen, sollen das noch mal zahlen. Und zwar dann, wenn sie 10 Millionen mehr Ertrag haben als im Vorjahr. Jetzt nehmen Sie mal ein kleines Start-up, was gerade aus der Verlustzone kommt, jetzt in die Gewinnzone gekommen ist, die 10 Millionen überspringt. Die zahlen dann ihre Übergewinnsteuer und der Milliardenkonzern, der es geschafft hat, Milliarden an Ertrag zu erwirtschaften, aber ungefähr auf demselben Niveau wie im Vorjahr, der zahlt die Übergewinnsteuer nicht. Das ist doch absoluter Blödsinn, was Sie hier vorschlagen. Kleine bestrafen und die Großen müssen nicht zahlen. Eigentlich habe ich von Ihnen immer das Umgekehrte gehört. Sie wollen an die Großen dran. Und deshalb ist es eine absolute Ungleichbehandlung von Gewinnen. Es hängt nämlich nicht vom Gewinn, um Entstehen des Gewinnes ab, sondern vom Vorjahr, was eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Und dann setzen wir vollkommen falsche Anreize in unserer Marktwirtschaft. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, Frau Brandner, der momentan durch die Welt reist und versucht, knappe Güter, die sich aufgrund des Angriffskriegs Russland auf Ukraine verknappt haben, hier nach Deutschland zu holen. Ich nenne mal Gas, Öl, man könnte die Liste weiterführen. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, diejenigen, die uns das dann liefern, die wollen wir besonders hoch besteuern. Glauben Sie, dass das dem Herrn Habeck bei seiner Werbereise hilft, wenn er durch die Welt fährt, das hierher zu bringen? Nein, wir werden zu einer Verknappung beitragen mit der Idee von eh schon knappen Gütern. Und das ist nicht im Interesse unseres Landes und der Menschen, die hier leben. Und dann, lieber Kollege Dahldrup, Sie haben eben Mainz angesprochen. Ja, Mainz ist eine tolle Geschichte. BioNTech. Einerseits für uns alle, nicht wegen Steueraufkommen, sondern weil wir einen Impfstoff haben. Das ist genau so ein Start-up, was plötzlich nach oben geschossen ist und dann plötzlich diesen Übergewinn produziert. Nicht im Energiebereich, aber darum geht es mir momentan nicht. Der entscheidende Punkt ist doch, was Sie mit Ihrer Übergewinnsteuer tun, ist in diesem Land Innovation bestrafen. Der innovativ ist, wird von Ihnen bestraft. Und wir müssen Innovation belohnen und nicht bestrafen in diesem Land. Liebe Freunde, Sie haben die Abgrenzungsprobleme. Was ist eigentlich ein Übergewinn? Sie machen es sich leicht und sagen, wenn es 10 Millionen mehr sind als im Vorjahr. Das ist aus meiner Sicht eine ziemlich unsinnige Definition. Dann reden Sie von krisenbedingt.
Wo wird denn in der Definition abgefragt, ob es krisenbedingt ist oder ob es andere Gründe hat? Und es ist ganz klar, wir haben kluge Steuerberater in diesem Land. Die werden natürlich dann dafür sorgen, dass bei der Frage von Rückstellung bilden, bei der Frage, wann man Gewinne entstehen lässt, dafür gesorgt wird, dass man innerhalb der gewissen Schwankungsgrenzen bleibt und die Steuer nicht zahlt. Also ein Anreiz für Steuergestaltung. Und ich bin der Meinung, wir sollten unsere Innovation auf das Geschäft und nicht auf die Frage Steuergestaltung richten. Und zum Abschluss der Hinweis, Sie sagen, na ja, die Vereinigten Staaten von Amerika hatten das ja auch schon. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten genau zweimal eine Übergewinnsteuer. Erster Weltkrieg, als sie eingetreten sind. Zweiter Weltkrieg. Und die Begründung war, um die hohen Kosten der Kriege zu finanzieren, führen sie eine Übergewinnsteuer ein. Nun sage ich mal, schauen Sie mal aktuell die Steuerschätzung von vergangener Woche für die Bundesrepublik Deutschland an. In unserer Steuerschätzung bis 2026 220 Milliarden mehr Aufkommen als seither geschätzt. Haben wir denn eine Situation, wo wir hohe Kriegskosten und auch bedingt dadurch Steuerausfälle gegenzufinanzieren haben? Ich sage nein. Und deshalb ist auch der Vergleich, den Sie hier zu USA ziehen, vollkommen fehl am Platz. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Michael Meister war das. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat eine sogenannte Abschöpfung von Übergewinnen auch schon in die Diskussion gebracht. Und seine Parteifreundin Katharina Beck, die wird jetzt hier im Plenarsaal dazu sprechen. Sie ist Sprecherin für Finanzen der Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste hier im Haus. Vielen Dank für diesen Antrag. Sehr hohe Gewinne von Mineralöl- und Energiefirmen sind schon seit einigen Wochen im Gespräch. Und die Regierung prüft diese aktuell auch kartellrechtlich. Und wir sind auch im Gespräch, ob eine Besteuerung sinnvoll sein könnte. Und ich möchte in diese erhitzte Debatte etwas Besonnenheit und Reflexion reinbringen. Beginnen möchte ich mit meiner Wertschätzung, ehrlichen Wertschätzung für die soziale Marktwirtschaft, die uns den Wohlstand beschert hat, den wir heute alle wertschätzen. Es ist klar, wir müssen sie jetzt zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterentwickeln, denn die planetaren Grenzen sind einfach Fakt. Und ohne ihren Respekt entziehen wir uns eh jeder Grundlage des Wirtschaftens. Im Kern steckt hier aber weiterhin das Wort Marktwirtschaft. Gute, funktionierende Märkte haben viele Marktteilnehmerinnen. Sie ermöglichen freien Warenaustausch, Innovation, Ideengenerierung, im Endeffekt Freude am Experimentieren und Zukunftsgestaltung. Und damit sie funktionieren, brauchen sie ein paar Rahmenbedingungen, die verhindern, dass es allzu anarchisch zugeht, sondern eben, dass Wettbewerb, aber in fairem Maße möglich ist. Umsätze und Gewinne gehören ganz natürlich zu dieser Marktwirtschaft. Das können wir ganz entspannt festhalten. Als Unternehmerin und Gründerin ist mir dieser Punkt wirklich wichtig. Umsätze und Gewinne dürfen und sollen natürlich positiv ausfallen. Wer würde es der Bäckerei oder der Buchhandlung oder der Metzgerei um die Ecke nicht gönnen? Und auch skalierende, kleinere und große Unternehmen sollen und dürfen das in unserer Marktwirtschaft. Das sind ja gerade die innovativen Kräfte, die Ressourcen gut allokieren, die wir auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents brauchen. Und gute Märkte regeln auch einen guten Preis. Ein Marktpreis, der dann eben zwischen Angebot und Nachfrage ein ökonomisches Optimum schafft. Was wir jedoch aktuell an den Tankstellen und auf den Stromrechnungen sehen, ist alles andere als optimal. Vielmehr haben wir im Mineralölbereich oligopolistische Marktstrukturen. Das ist auch unumstritten überall. Solche Strukturen verhindern aber die eigentlich positive Kraft von Märkten. Diese dysfunktionalen Märkte sind dann nicht mehr frei oder fair im Sinne der Marktwirtschaft, denn einige wenige Unternehmen können ihre Marktmacht ausnutzen und überzogene Preise durchsetzen. Und genau das beobachten wir gerade sehr wahrscheinlich im Ölbereich. Beispiel Diesel. Während der Rohölpreis im März aufgrund des Ukraine-Kriegs um ca. 20 Cent pro Liter gegenüber dem Januar angestiegen war, wurden die Preise an den Tankstellen um durchschnittlich ca. 48 Cent erhöht, also 2,5-mal so viel.
Und diese Differenz bleibt. Das ist einfach Fakt. Nach jetzigem Kenntnisstand komplett als zusätzlicher Gewinn bei den Unternehmen und summiert sich für Diesel und Benzin zusammen allein für den Monat März auf ca. 1,2 Milliarden Euro. Sind das denn auch Übergewinne? Das muss man sich ehrlich fragen. Das ist entscheidend. Nach allem, was wir jetzt wissen, sind die Kostenstrukturen im Wesentlichen ähnlich geblieben. Die Risikostrukturen sind aber angestiegen. Das heißt, einen Aufschlag zu nehmen, ist durchaus legitim. Aber so hoch? 2,5-mal so viel? Selbst wenn wir, sagen wir mal, das ist in normalen Zeiten 10% Risikoaufschlag, ist okay, dann wären ja die restlichen 90% dann doch Übergewinne. Also etwas mehr als 1 Milliarde, und das nur in einem Monat. Zwar sind in deutschen Gesellschaften keine Quartalszahlen vorhanden, aber die internationalen Zahlen belegen das leider auch strukturell. Und ähnlich sieht es nicht nur im Mineralöl, sondern auch im Energiebereich aus. Und das auch in Deutschland, bei denen die Börsen notiert sind. Der Markt der freien Preisbildung ist im Energiebereich gestört. Er funktioniert nicht. Und das muss man in dieser Deutlichkeit leider sagen. Und wichtig ist da auch der gesellschaftliche Kontext. Denn während wir auf der einen Seite starke Übergewinne, offensichtlich sehr wahrscheinlich, das wird auch gerade geprüft, für einige wenige Unternehmen sehen, scheinen die Preissteigerungen der Energieunternehmen die Inflation kräftig anzuheizen. Wir haben ja schon letzte Woche und auch gestern wieder ausführlich über die Inflation gesprochen. Aber es bleibt einfach ein Riesenproblem, wenn die Verbraucherpreise derartig durch die Decke gehen. Ganz besonders zeigt sich das bei den Lebensmitteln, die, über Lieferketten reden wir immer, aber auch sehr stark an den Energiekosten hängen. Und, das interessiert jetzt, glaube ich, einige hier in dieser Runde, laut dem Deutschen Brauerbund droht jetzt sogar ein Mangel an Flaschenbier im Sommer, weil sich viele Brauereien die erhöhten Kosten aufgrund der energieintensiven Flaschenproduktion nicht mehr leisten können. Klar ist, dieser Marktmissbrauch von Marktmacht und das Entstehen von dysfunktionalen Märkten muss verhindert werden und nicht nur wegen des Flaschenbieres. Wenn Einzelne über Gebühr profitieren und der Markt einen angemessenen Ausgleich nicht regelt, dann muss der Staat, ich nutze hier mal einen veralteten Begriff, sozusagen als Nachtwächter eingreifen. Ausgleichen gehört zu seinen Aufgaben, und auch andere europäische Länder wie Italien oder Griechenland sowie auch die OECD befürworten die Idee der sogenannten Windfall Profit Taxation. Deswegen müssen wir diese Frage weiter miteinander diskutieren, aber eher als Instrument einer kartellrechtlichen Marktkontrolle. Und so würde die Übergewinnsteuer, wenn wir sie denn so nennen wollen, nicht nur zur gerechten Umverteilung und einer Entlastung des Haushalts beitragen, sondern hätte gleichzeitig eine wichtige Signalwirkung Richtung Zukunft. Überzogene Marktmacht und dysfunktionale Märkte und deren Effekte sind nicht frei. Allein durch die Präsenz einer solchen Steuer womöglich würden Preissteigerungen, wie wir sie heute in der Energiewirtschaft erleben, in Zukunft womöglich gar nicht mehr zustande kommen, wegen des Signals. Das könnte ein wirklich wirksamer und vorausschauender Inflationsschutz sein, wie ich finde. Lassen Sie uns das gemeinsam weiter besprechen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Die Energiepreise, die gestiegenen Energiepreise sind hier im Bundestag ja schon häufiger Thema gewesen. Diesmal ist ein Antrag der Linksfraktion Grund für diese Debatte. Jan Wenzel Schmidt spricht jetzt für die AfD. Der vorliegende Antrag der Linken ist ein Musterbeispiel von Unkenntnis und der Umkehrung von Ursache und Wirkung. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was Sie warum fordern, und Ihnen dann in der nötigen Einfachheit erklären, warum das Unsinn ist. Ihr ganzer Antrag fußt auf dem sogenannten Merit-Order-Prinzip. Sie schreiben, dass dieses System dafür sorgt, dass alle Kraftwerke ihren Strom zu dem Preis verkaufen können, den das teuerste Kraftwerk verlangt. Völlig zu Recht würde jeder dieses System als ungerecht und ausbeuterisch empfinden, so wie Sie es offensichtlich auch tun. Allerdings unterschlagen Sie ein wichtiges Detail, was dieses Marktmodell überhaupt erst wirtschaftlich sinnvoll werden lässt. Nicht jedes Kraftwerk kann seinen Strom zu dem Preis verkaufen, den der teuerste Anbieter verlangt. Jedes Kraftwerk kann seinen Strom zu dem Preis verkaufen, den der teuerste zur Deckung des Energiebedarfs benötigte Anbieter verlangt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Vereinfacht gesagt verlangt Kraftwerk A, beispielsweise ein Windpark, 150 Euro und Kraftwerk B 160 Euro pro Megawattstunde. Wenn nun gerade kein Wind weht, genügt die Energie nicht mehr, um den Bedarf zu decken. Es muss daher ein drittes Kraftwerk hinzugezogen werden, das vielleicht deutlich teurer ist.
So verlangt Kraftwerk C, ein Gaskraftwerk, 200 Euro pro Megawattstunde. Diese 200 Euro gelten dann nach dem Merit-Order-Prinzip als Strompreis an der Börse. Was ist hier also wirklich das Problem? Es gibt gleich mehrere Knackpunkte, die Sie ideologisch geblendet natürlich vollkommen außer Acht gelassen haben. Zum einen haben wir die sehr hohen Gaspreise für amerikanisches Fracking-Gas, das die Bundesregierung dem Gas aus Russland vorzieht. Durch die gestiegenen Preise kann das Gaskraftwerk seinen Strom nicht günstiger produzieren und ist so gezwungenermaßen der teuerste Anbieter. Zweitens wird in Deutschland im Zuge der gescheiterten Energiewende nicht ausreichend Strom produziert, um den Bedarf zuverlässig zu decken. Gerade wenn es dunkel oder windstill ist, sind wir nach wie vor auf grundlastfähige Energieformen wie Kohle, Gas oder Kernenergie angewiesen. Da sie viele dieser Kraftwerke abgebaut haben, müssen wir immer wieder teuren Strom aus anderen energiewendefreien Ländern dazukaufen. Auch das treibt die Preise nach oben. Ihre Lösung dieses Problems ist so falsch wie kurzsichtig. Routiniert greifen Sie zum sozialistischen Standardwerkzeug und fordern die Abschöpfung von Gewinnen. Wer künftig als Energieunternehmer außerordentliche Gewinne einfährt, soll Ihrer Ansicht nach mit Strafsteuern belegt werden. Besser wäre es aber, wenn Sie die wahren Ursachen für die katastrophalen Energiepreise benennen würden. Das sind die durch die Niedrigzinspolitik der EZB ausgelöste Inflation, der Vorzug für um ein vielfach teureres und umweltschädlicheres Fracking-Gas aus den USA, die enormen, untragbaren und immer noch steigenden Steuern auf Energie und die unerhörte Bepreisung von CO2 im Zuge Ihres Kampfes gegen das Wetter. Diese Gründe werden in Zukunft dafür sorgen, dass Kraftstoff, Heizen und Strom für den einfachen Bürger unerschwinglich werden. Flächendeckende Stromausfälle, sogenannte Blackouts, werden nicht ohne Grund vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz als wahrscheinlichstes Katastrophenszenario aufgeführt. Die Abkehr von vernünftigen Lösungen zur Energieversorgung hin zu realitätsfernen Irrwegen wird noch Folgen haben, die Sie gar nicht überblicken können. Steuererhöhungen oder gar fantasievolle Steuerneuschöpfungen sind genau der falsche Weg. Vielleicht sollten Sie sich Gedanken um konkrete und wirkungsvolle Lösungen machen, solange Sie noch als parlamentarische Randerscheinung hier im Hause vertreten sind. Vielen Dank. Wir haben hier schon viele Finanzpolitiker gehört. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Markus Heerbrand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sogenannte Übergewinne zu besteuern, das ist die Idee, mit denen die Linke heute vermeintliche Einnahmeprobleme unseres Staates lösen und zeitgleich ihre Ideen von Moral zum Gegenstand unserer Steuergesetzgebung machen möchte. Im Grunde genommen liegen die Vorschläge damit auch in konsistenter Reihe mit anderen Vorschlägen. Vermögenssteuer, Solidaritätszuschlag und Steuererhöhung für Besserverdienende, Vermögensabgabe, Reichensteuer und jetzt natürlich die Übergewinnsteuer. Die Idee, vermeintliche Profiteure von Krisen mehr zur Kasse zu bitten als andere, ist natürlich weder neu, noch ist es eine Idee, die nur den Linken überlegenswert erscheint. Ähnliche Vorschläge haben wir unlängst von der EU-Kommission vernommen. Italien hat entsprechendes verabschiedet, darauf verwiesen worden. Und auch die geschätzten Kollegen der Grünen haben zumindest mal in Person ihrer Parteivorsitzenden das Thema unlängst auf die politische Agenda gebracht. Da wir ja gut zusammenarbeiten und noch nicht fusioniert sind, können wir doch darüber debattieren, meine ich. Lassen wir also die Argumente abwägen. Handelt es sich bei dieser Idee wirklich um ein sinnvolles Instrument oder eher um eine Schnapsidee? Um das Ergebnis vorwegzunehmen, wir tendieren da zur Schnapsidee. Ich will noch drei Punkte nennen, die wirklich dagegen sprechen, diese Idee ernsthaft weiterzuverfolgen. Und wer ehrlich, erster Punkt, wer ehrlich mit der Frage und unvoreingenommen mit der Frage umgeht, wird einiges nicht beantworten können. Was ist überhaupt ein Übergewinn? Kollege Meister hat auch schon darauf eingegangen. Welcher Teil eines Gewinns ist eigentlich der krisenbegründete Gewinn? Und woran ist ein Krisengewinner überhaupt zu erkennen? An wen adressieren wir denn überhaupt diese Überlegung? Ich befürchte, Sie unterscheiden dann auch noch mal zwischen guten und bösen Krisengewinnern. Energiekonzerne und Amazon dürften vermutlich böse sein und würden besteuert. Bei Herstellern von Masken und Impfstoffen bin ich mir nicht ganz so sicher. Und bei den Anbietern regenerativer Energien würden Sie vermutlich nicht von Krisengewinnern sprechen.
und auf die Übergewinnbesteuerung verzichten. Und auch in Italien im Übrigen ist es ja gar keine Gewinnsteuer, es ist eigentlich eine Mehrumsatzsteuer, die da eingenommen wird. Im Kern ist also die Frage zu beantworten, ist es praktisch überhaupt umsetzbar, was moralisch möglicherweise so gut klingt, und dazu ein klares Nein. Und jedenfalls ist es keine Frage für das Steuerrecht. Wenn überhaupt, die Kollegin ist darauf eingegangen, ist es eher eine Frage für das Kartellrecht. Zweiter Punkt. Es wird manchmal der Eindruck erweckt, als wenn wir hier in Deutschland nicht Krisengewinner nicht ohnehin schon besteuern würden. Ja, also unser Steuersystem besteuert diese Gewinne mit knapp 50%, und Deutschland hat bereits jetzt mit seinen hohen Steuern und auch mit seiner immensen Bürokratie einen unbestrittenen Standortnachteil im Vergleich mit anderen Industrienationen. Da müssen wir nicht unbedingt noch draufsatteln. Und dritter Punkt, der eigentliche Antrieb für eine solche Steuer ist zweifelsfrei ein insbesondere in Zeiten von Krisen aufkommendes Gerechtigkeitsempfinden. Mit einem solchen Eingriff allerdings würden wir tatsächlich an die Wurzel der Funktionalität der Marktwirtschaft herangehen. Und das stimmt schon sehr nachdenklich, wenn ich bedenke, wer hier alle Sympathien dafür hegt. Die Marktwirtschaft funktioniert über Anreizsysteme. Auch da ist der Kollege Meißner schon drauf eingegangen. Anreizsysteme dafür, Waren und Dienstleistungen anbieten zu können, die die Gesellschaft dringend benötigt. Und Anreize dafür, dass Unternehmen quasi rund um die Uhr dafür arbeiten und auch unternehmerische Risiken eingehen. Und zwar am Ende, damit die ganze Gesellschaft davon profitiert. Dabei müssen wir aushalten, dass Unternehmen, die mit Atemschutzmasken, Impfstoffen und ja leider auch mit Rüstungsgütern und fossilen Energien Geschäfte machen, mehr verdienen. Genau diese Anreize zu besteuern, kann das Gegenteil dessen zur Folge haben, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich am Ende keinen Erfolg in der Sache und weniger Staatseinnahmen. Das ist im Übrigen, das kann ich mir nicht verkneifen, bei der Wohnungsbaupolitik das Gleiche. Sehr geehrte Damen und Herren, die Befürworter solcher Überlegungen wollen nach meinem Dafürhalten eigentlich ein anderes Wirtschaftsmodell. Man will nicht besteuern, man will eher enteignen. Dafür spricht im Übrigen auch der Wortlaut aus dem Antrag abschöpfen. Wir lehnen diesen Antrag aus voller Überzeugung ab. Soweit die Meinung der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Auch Finanzminister Christian Lindner hat sich von einer Idee zu einer Übergewinnsteuer schon distanziert. Erstmal vielen Dank dafür, dass Sie meinen Vornamen richtig ausgesprochen haben. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, für diesen Antrag. Sie sprechen damit eine Thematik, die uns hier in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, die aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr heftig diskutiert wird. Wir haben doch die folgende Situation, dass wir erst mit der Covid-Pandemie und dann noch mit dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine viele Herausforderungen haben, wo Menschen tagtäglich damit zu kämpfen haben. Die merken das in den Supermärkten, die merken das an der Tankzapfsäule. Aber auch wir als Staat haben darauf als Reaktion vielen verschiedene Maßnahmen, vielen verschiedene fiskalpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Menschen zu entlasten, um Menschen zu unterstützen. Zeitgleich haben wir aber auch die Situation, dass einige Unternehmen in den letzten Jahren Gewinne gemacht haben, hohe Dividende ausgezahlt haben und auch Aktienrückkaufprogramme gestartet haben. Und da erscheint sich zumindest auf den ersten Blick ein Paradox zu ergeben. Und deswegen finde ich den Antrag durchaus gut, um darüber zu diskutieren. Mit dem Antrag wollen wir das Ziel verfolgen, auf der einen Seite zusätzliche Einnahmen zu generieren, weil wir ja als Staat auch gerade in so einer Situation sind. Auf der anderen Seite, und das sehe ich auch als Thema, nämlich das Gerechtigkeitsempfinden hier auch anzugehen. Das ist nämlich nicht normal, fühlt sich nicht normal an, dass in so einer Kriegssituation Unternehmen hier so hohe Gewinne erzielen können. Deswegen habe ich durchaus Sympathien für den Antrag, finde aber dennoch, wenn wir das hier als Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker diskutieren, dann müssen wir schon auf die Spannungsfelder hinweisen. Ich persönlich will auf zwei Spannungsfelder eingehen. Erstens die Frage des Steuersubjekts, das heißt, welche Unternehmen wollen wir denn überhaupt besteuern? In Ihrem Antrag ist die Rede von Energiekonzernen, und da stellt sich für mich die Frage, warum eigentlich nur Energiekonzerne?
Wenn man das sich anschaut, dann sieht man doch, Moment, warten Sie noch ab, lieber Kollege, wenn man sich das doch anschaut, dann sieht man auch tatsächlich, dass die Rüstungsindustrie Gewinne macht, dann sieht man auch, dass Digitalunternehmen Gewinne machen. Ich finde persönlich, dass wir hier ein Problem der Verhältnismäßigkeit haben und würde das auch in Frage stellen, ob das überhaupt verfassungsrechtlich so einfach möglich ist, zu sagen, dass man nur die Energiekonzerne hier besteuert, dass man sich nur eine Branche hier herausgreift. Das finde ich nicht fair, das ist nicht richtig. Und deswegen finde ich Ihren Vorschlag hier nicht sinnvoll. Die zweite Frage ist die Frage des Steuerobjekts, nämlich die Bemessungsgrundlage. Und da kann man auch eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben. Da kann man sicherlich Tag und Nacht darüber diskutieren. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich nur die Gewinne im Jahr anschaut, das heißt im Jahr 2022 beispielsweise, oder man schaut sich die Gewinne und vergleicht das mit den Gewinnen, die in den Vorjahren erzielt wurden. Das ist das, was Sie vorschlagen. Und da wäre meine Frage eigentlich, warum 10 Jahre, warum nicht 5, warum nicht 20? Und was ist denn eigentlich ein Übergewinn? Was ist ein Normalgewinn und was ist ein Übergewinn? Der Kollege Herbrand ist darauf eingegangen. Ich finde, das ist nicht etwas, was die Politik bestimmen sollte. Und deswegen persönlich befürworte ich auch nicht das, was Sie gesagt haben. Und der dritte Punkt, und damit komme ich auch bald zum Schluss, liebe Frau Präsidentin, ist die Frage, dass wir keine Erfahrungswerte hier haben. Wir können natürlich auf das verweisen, was jetzt in Italien passiert ist. Wir können auf das verweisen, was in den 80ern in den USA gemacht wurde. Aber tatsächlich für die jetzige Situation gibt es keine Erfahrungswerte. Und das macht es aus meiner Sicht noch schwieriger, hier genau zu sagen, wie so eine Maßnahme, wie so eine Übergewinnsteuer sich auswirken würde. Ich finde das gut, dass wir die Diskussion führen. Würde mich freuen, weiterhin auch diese Diskussion auch hier im Hause zu führen. Nach jetzigem Kenntnisstand sagen wir, dass wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank dafür und schönen Freitagnachmittag. Danke, Frau Präsidentin. Damit kommen wir zum vorletzten Redner in dieser Debatte zu Krisengewinnen. Und das ist Alois Rainer für die CDU-CSU-Fraktion, Vorsitzender des Finanzausschusses. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich empfinde die Debatte schon als sehr spannend, vor allem die Reaktionen, die ich aus den Regierungsparteien so gehört habe. Man könnte durchaus dem Antrag was Gutes abgewinnen, dann mal weniger Gutes abgewinnen. Ich bin gespannt, wie sich die Diskussion bei Ihnen dahingehend weiterentwickelt. Ich will Ihnen vielleicht ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, vor allem für diejenigen, die den Antrag befürworten können. Sie lösen das Problem nicht. Sie lösen das Problem nicht, sondern Sie blähen es am Ende der Tage nur auf. Denn was glauben Sie denn, wenn Unternehmen mehr Steuern bezahlen müssen, was am Ende der Tage passiert? Das wird wieder oben drauf gelegt und am Ende der Tage bezahlen es wieder die Verbraucherinnen und Verbraucher. Nehmen Sie das bitte in Ihre Diskussionen mit, denn das wollen wir alle nicht. Gestern wurde in diesem Hohen Haus beschlossen, die Senkung der Energiesteuer für 3 Monate. Hier wird erwartet, dass sich die Preissituation dann etwas entspannt. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite den Druck durch eine zusätzliche Besteuerung wieder erhöhen würde, dann verpufft dieser Effekt wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb überlegen Sie sich gut, was Sie am Ende der Tage auch hier machen. Und nicht zuletzt, das ist auch schon angesprochen worden, scheint es mir schwierig, das Ganze zu gestalten, wie Gewinnanteile, die mit dem Krieg zusammenhängen, dann auch von anderen Wirtschaftsbereichen abzugrenzen. Es wurde schon gesprochen, Italien geht den Weg der Übergewinnsteuer. Jetzt muss man auch einmal feststellen, Italien hat ein anderes Steuersystem als wir. Die Betriebe werden generell nicht so hoch besteuert wie bei uns. Wir haben ein anderes Abgabensystem. Bei uns gibt es zusätzlich noch die Gewerbesteuer dazu. Das verrechnen dann auch im Finanzausgleich, im Länderfinanzausgleich. Da kann ich nur sagen, am Ende der Tage viel Spaß dabei. Sie werden das nicht schaffen. Und in die Geschichte kann man auch mal gehen, ist man vorhin schon gegangen. Amerika hat das gemacht, Großbritannien, auch Frankreich in den Jahren 15 und 21, um damit die Rüstungsindustrie zu unterstützen. Das wollen wir so nicht. Grundsätzlich müssen wir aber auch feststellen,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, immer wenn Krisen vorherrschen und eine Branche davon besonders profitiert, dann wollen Sie auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Dasselbe haben Sie im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise auch schon versucht und bei Unternehmen wie zum Beispiel, ich nenne den Namen BioNTech, versucht, hier die Übergewinne abzuschöpfen. Jetzt muss man eins sagen, BioNTech hat einen großen Teil dieser Übergewinne in die Forschung wieder gesteckt, um die Impfstoffe zu verbessern, um hier weiterzukommen. Und das Gleiche, das gebe ich Ihnen jetzt mit, fordern Sie das von den Erzeugern oder den Energieunternehmen, denn wir wollen ja alle, dass wir unabhängiger werden vom russischen Gas, unabhängiger werden vom russischen Öl. Fordern Sie, die sollen forschen und entwickeln bei der Nutzung von erneuerbaren Energien, denn da wäre dieses Geld richtig gut aufgehoben und am Ende der Tage haben auch die Menschen was davon. Da müssen wir hin und das sollten Sie auch fordern. Es mag zwar sein, dass man mit dieser Zufallsgewinnsteuer in Ihren Augen für mehr Gerechtigkeit sorgt. Es wurde in vielen Reden heute schon gesagt, es wird nicht mehr Gerechtigkeit sein, eher mehr Ungerechtigkeit. Deshalb lassen wir die Finger davon. Wir sollten jetzt gekonnte und richtige Anreize setzen, dass die Energieunternehmen sich freiwillig, unabhängig vom russischen Öl und Gas machen und den Wandel hin zu alternativen Energieformen mit angehen. Das könnte man machen, wenn man sagt, verwendet einen Teil davon für Forschung und Entwicklung bei alternativen Energien. Entlasten wir dann, so wie Sie übrigens auch immer sagen, mit alternativen Energien könnte man die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. Das ist der richtige Weg. Diesen Antrag kann man mit voller Überzeugung ablehnen, weil er nicht brauchbar ist. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Melanie Wegling für die SPD-Fraktion. Und auch Melanie Wegling sitzt im Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, +147% für Shell, +190% für Total, +220% für Exxon. So extrem haben sich die Gewinne einiger Energiekonzerne im ersten Quartal dieses Jahres entwickelt. Eine der Hauptursachen dafür ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Es handelt sich also um eine Ausnahmesituation, für die die Energiekonzerne und die Märkte nicht direkt verantwortlich sind. Ich halte es deshalb für durchaus angemessen, das Wort Krisengewinne hier in diesem Zusammenhang zu verwenden. Es geht aber gleichzeitig nicht darum, Unternehmensgewinne an sich anzugreifen oder anzuprangern. Angesichts der Krisenlage und der soeben erwähnten Zahlen ist es jedoch angebracht, hier mal genauer hinzuschauen. Da sind Energiekonzerne, die wie alle anderen Unternehmen ihre Gewinne für Investitionen nutzen können. Und das ist ja auch richtig so. Mir würden da gezielte Investitionen in erneuerbare Energien und in die dazu passenden Infrastrukturen einfallen. Oder man könnte sich angesichts der massiv gestiegenen Lebensunterhaltskosten um spürbare Lohnerhöhungen für die Beschäftigten bemühen. Es sind jedoch Zweifel erlaubt, ob die großen Profiteure des Mineralölsektors eine dieser beiden Richtungen entschlossen einschlagen werden oder doch eher die Interessen der Aktionäre wahren wollen, wie es der BP-Chef selbst gesagt hat. Auf der anderen Seite sind da aber eben auch die Menschen, die die steigenden Energiepreise schmerzhaft spüren. Wer auf sein Auto im Alltag und im Beruf angewiesen ist, muss die überhöhten Spritpreise zahlen und finanziert hierdurch die besagten Übergewinne der Energieunternehmen. Das schlägt vor allem bei Gering- und Normalverdienern auf, aber ja auch beim Staat, der Entlastungspakete schnürt. Eine Auseinandersetzung mit der Frage der Verteilungsgerechtigkeit finde ich an dieser Stelle durchaus angemessen. Klar. Die aktuellen Krisen belasten sicherlich auch Mineralölkonzerne. Erhöhte Rohölpreise, Logistik sowie Transportkosten oder auch teure Anpassungen an die geopolitischen Gegebenheiten. Aber die wirklich riesigen Gewinnzuwächse lassen aufhorchen. Vom kleinen Handwerksbetrieb bei mir um die Ecke habe ich noch nicht gehört, dass er Preisaufschläge durchdrücken kann, die ihm Gewinnzuschüsse von 190% einbrächten. Meine
Bäckerin bietet trotz gestiegener Weizenkosten ihre Brötchen auch nicht für aberwitzige Preise an, um damit 200-prozentige Gewinnanstiege zu erzielen. Es handelt sich also letztendlich auch um eine Frage des Anstands gegenüber der Gesellschaft in einer Ausnahmesituation sowie um eine Frage von gerechter Umverteilungspolitik. Das kann man aus meiner Sicht bei diesem Thema gerne diskutieren, wenngleich ja auch meine Vorrednerinnen die technischen Mängel des Antrages bereits dargestellt haben. Ich freue mich deshalb auf die weiteren Beratungen im Finanzausschuss. Vielen Dank.